Lass uns Jesus einen riesen Applaus geben. Er ist der Sohn Gottes. So schön, dass du da bist. Ich habe eben schon gesagt, mein Name ist Mathis Thielmann. Ich bin Pastor dieser Gemeinde, gemeinsam mit meiner Frau Maren, die in Leipzig ist. Denn manche von euch haben es mitbekommen, unser Leipzig-Standort ist auf vormittags gerutscht. Das bedeutet, die starten gleich mit dem Gottesdienst um 12.30 Uhr. Deswegen wundert dich auch nicht, dass ich nach der Predigt schon den Gang hinunterschleife, um zum Auto zu gehen, um nach Leipzig zu fahren. Ach du, die haben mich verschluckt. Denn wir predigen dann in Leipzig. Und wir dürfen heute im Standort Leipzig Taufe feiern. Und wir freuen uns mega darauf. Ich habe es eben gesagt, wir sind mehrere Standorte. Um genau zu sein, sind wir 3 plus Online-Kirche, Online-Church ist so viel, dass wir es als eigenen Standort sehen. Und wir freuen uns darüber, hier in Limbach zu sein. Wir freuen uns, in Leipzig zu sein. Wir freuen uns, in Ludwigslust. Können wir Ludwigslust zurück begrüßen? So schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns darüber und wir freuen uns darüber, wir wollen dieses Jahr noch einen Standort starten und wir beten und planen im Herbst im Erzgebirge in Annaberg-Buchholz zu starten. Ja, lasst uns da excited drüber sein. Auch das Erzgebirge braucht Jesus. Amen, Amen. Hey, und wir sind in der neuen Predigtreihe angekommen. Wir haben mit Ostern damit gestartet und wir nennen die Predigtreihe ganz einfach Jesus. Denn wir wollen in den nächsten Wochen uns anschauen, wer Jesus ist. Wir wissen oft, was Jesus über bestimmte Themen gesagt hat. Was Jesus darüber sagt, was Kirche sagt, was Jesus darüber sagt. Was Jesus, aber unser Herz ist, dass diese Kirche weiß, wer Jesus ist. Unser Herz ist, dass du weißt, wer Jesus ist. Und deswegen wollen wir uns das anschauen. Und wir lieben die Zusammenfassung in Johannes 1. Und Teile davon sind in diesem Predigt-Trailer mit drin, den Nils so unglaublich tief eingesprochen hat. Nils Zimmerling, wenn ihr wollt, dass er euch die Mobil-Mailbox-Ansage einspricht, der ist hinten in Toddlers Corner, großer Mann, einfach der tiefen Stimme folgen. Und ich möchte mit reinnehmen, was Johannes 1, Vers 1 sagt. Johannes 1, Vers 8, am Anfang war das Wort. Das ist nicht so tief, ne? Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Das ist die Zusammenfassung, die Johannes über Jesus gibt. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes versucht, Jesus zusammenzufassen. Und wir lesen nachher noch über Begegnungen, die Johannes mit Jesus hatte. Aber Johannes sagt, Jesus ist mehr als einfach ein Kind in der Krippe. Jesus ist mehr als jemand, der für dich gestorben ist. Jesus ist mehr als die Auferstehung. Jesus ist das Wort. Er ist die Schöpfung. Er ist der Anfänger und der Vollender. Und durch ihn dürfen wir Kinder Gottes sein, sagt er. Und vielleicht bist du heute hier und du bist ganz ehrlich und du sagst, Mathis, ich fühle mich nicht sehr königlich, kindlich. Ich fühle mich nicht nach Kind Gottes. Ich fühle mich eigentlich das aktuelle Gegenteil. Hey, ich möchte dir sagen, jeder, der denkt, du solltest nicht in Kirche kommen wegen seinen Konflikten und Streitigkeiten, die du hast. Ich möchte zu jedem sagen, der jemals dachte, wenn du nicht in Kirche passt, weil du das Gefühl hast, dass um dich herum Menschen sind, die besser aussehen, besser ausgestattet sind, die ihr Leben besser auf die Reihe bringen. Ich will zu jedem sagen, der denkt, dass die Gegenwart Gottes der letzte Ort ist, an dem du sein solltest, wegen den Tatsachen, wegen denen, mit denen du abhängst, mit dem, was du getan hast, welche Kleidung du trägst. Ich will zu jedem sagen, für den Kirche deine Religion Spiel ist und du deinen Heiligenschein vorhin noch aufgesetzt hast, um so geistlich auszusehen und deine Performance aber nicht so gut ist wie das, was du versuchst zu sein. Ich möchte zu jedem sagen, der glaubt, dass er nicht gut genug ist. Es gibt keine zweite Klasse Christen im Reich Gottes. Wir brauchen alle das gleiche Blut, Jesus Christus. Und du bist willkommen hier, weil du da bist. Deswegen willkommen daheim, willkommen to Hus, willkommen zu Hause.
weil wir glauben, dass wir Kirche brauchen als ein Ort, an dem wir zu Hause sind. Und ich weiß, was du denkst. Du sagst, Mathis, ich brauche als Christ nicht Kirche. Stimmt. Aber das ist wie als verheiratete Person, musst du nicht jeden Tag nach Hause fahren. Du bist trotzdem verheiratet. Aber wenn du als verheiratete Person nie zu Hause auftauchst, ist die Frage, wie lange du verheiratet sein wirst. Ich will dir sagen, wenn du ohne Kirche unterwegs bist, hey, das funktioniert. Die Frage ist nur, wie lange. Aber es ist möglich, oder wir wissen, dass Glaube in Gemeinschaft am besten funktioniert. Und deswegen wollen wir dich einladen, Teil von Kirche zu werden, egal was du tust. Du darfst sein, wer du bist, und wir lieben dich kennenzulernen. Und jetzt lass mich beten. Jesus, ich danke dir für diese Predigt. Ich danke dir, dass wir darüber sprechen dürfen, wer du bist. Weil du der Sohn Gottes bist. Und ich danke dir, dass du für uns gestorben bist und dass wir heute darüber nachdenken dürfen, was das bedeutet, wer du bist, was das für uns bedeutet. Und ich bete für jeden, der hier ist, ich bete für jeden, der online zuschaut, für jeden in Ludwigslust, dass du in unsere Herzen sprichst, dass du, während wir verstehen, wer du bist, wir mehr verstehen, wer wir sein dürfen durch dich. Jesus, ich bitte dich, dass du die Worte segnest. Es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich gehen. Öffne du die Herzen von jedem Einzelnen in Jesu Namen. Amen und Amen und Amen. Lass uns Gott einen Riesenapplaus geben. Vielen Dank, Rahel. Hey, wir befinden uns eine Woche nach Ostern und ich möchte mit dir eine Stelle nach Ostern anschauen. Das ist eine ganz, ganz bekannte Stelle. Und bevor wir uns die anschauen, du musst verstehen, Jesus ist gestorben, Jesus ist wieder auferstanden, aber es haben noch nicht alle mitbekommen. Was aber alle mitbekommen haben, ist, dass Jesus gestorben ist. Und so gibt es Jünger, die devastated sind, denen ihr Herzen gebrochen sind, weil sie wissen, dass Jesus gestorben ist. Und sie haben mit allem Jesus vertraut. Sie dachten, er wird sie von den Römern befreien. Sie waren davon überzeugt, jetzt wird sich alles verändern. Und plötzlich ist Jesus gestorben. Und wir lesen dann in Lukas 24, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das ungefähr zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden den Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, ein Engel sei ihnen erschienen und hätte ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichten hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Wir sehen zwei Jünger, die verzweifelter nicht sein können. Wir sehen zwei Jünger, die aufgehört haben, Jesus als den Sohn Gottes anzusprechen, sondern es ist ein Prophet. Und manche glauben, er ist auferstanden, aber wir glauben das nicht, denn als wir geguckt haben, war er nicht da. Wir sehen zwei Jünger, die richtig traurig sind. Wir sehen zwei Jünger, wo es anders gekommen ist, als sie sich vorgestellt haben und die es versuchen ist, hinter sich zu lassen. Und leider sehe ich viel zu viele Menschen heute hier, denen es genauso geht. Du hast es dir anders vorgestellt und jetzt versuchst du es hinter dir zu lassen. Manche von euch, das ist wie Kirche für dich ist. Du hast Kirche versucht, du hast es dir anders vorgestellt und jetzt willst du es eigentlich hinter dich lassen. Und du fragst dich, warum du eingeschaltet hast, warum du hier sitzt, wer dich hier wieder angeschleppt hat und bist trotzdem wieder hier. Denn wir kennen dieses Gefühl, oder? Ludwigslust, ihr kennt dieses Gefühl, oder? Dass wir überwältigt sein können von der Situation. Eine Aussichtslosigkeit in dem, was passieren kann. Manche von uns fühlen sich so über ihre Ehen.
Ich habe es versucht, ich will es nur noch hinter mich lassen. Ich bin aussichtslos in dem, was passiert. Manche von uns denken das über ihr Studium, über ihre Zukunft, über ihre Vergangenheit. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und plötzlich stößt Jesus zu ihnen. Und ich liebe so sehr an Jesus und wir wollen darüber sprechen, wer Jesus ist. Und ich hoffe, dass du verstehst und begreifst, das ist, wer Jesus ist. Jesus begegnet denjenigen, die auf der Flucht sind. Jesus besucht, kommt zu denjenigen, die vor ihm am Weglaufen sind, weil sie so zerbrochen sind. Auf einmal stößt Jesus zu ihnen und in all ihrer Trauer erkennen sie ihn nicht. Und wie oft sind wir das, wie oft bist du das, dass wir aufgrund unseres Schmerzens, Trauer, Verzweiflung, aufgrund von der Aussichtslosigkeit unserer Situation nicht erkennen, wie nah Jesus wirklich ist. Es gibt so viele von euch hier, wenn ich dich fragen würde, wirkt Jesus in deinem Leben, würdest du sagen, nein, hab mich allein gelassen, die Situation ist schwierig, aber du erkennst nur nicht, wie nah Jesus gerade da ist und wie er diesen Gottesdienst, wie er Menschen homegroupt, wie er Dinge versucht, in dein Leben zu bewegen, damit du erkennst, wie nah er dir ist, weil du denkst, dass du es hinter dir lassen willst. Du bist auf dem Weg nach Emmaus, was kein Mensch kannte Emmaus, bevor die Jünger das nicht auf die Landkarte gebracht haben. Aber ich bin heute hier, um dir zu sagen, Jesus will dir begegnen. Amen. Und dann sagt Jesus zu ihnen, lass uns weiterlesen. Ihr unverständigen Leute. Das ist ein guter Einstieg in ein Gespräch. Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um in seiner Herrlichkeit zu gelangen? Ich bin so dankbar, dass Jesus das sagt. Denn wie oft kommen wir an Punkten, wo wir zweifeln, wo wir Angst haben und wo wir uns fühlen, wie was sind wir unverständige Leute, wo wir das über unseren Ehepartner denken, aber jetzt ja nicht auf den gucken, bevor wir Streit haben. Oder das über Leute in unserer Homegroup denken, was für unverständige Leute. Und die beiden Jünger haben Jesus kennengelernt. Sie haben ihn erlebt. Und wie oft erleben wir das, dass es uns so geht wie diesen? Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Ich wäre so gern mitgelaufen. Eine Bible-Story mit Jesus. Ich glaube, es wird nicht besser. Kein Theologiestudium der Welt wird diese 2 Stunden füllen können. Denn der Weg ist nicht so lange. Und das ist das Spannende daran. Wir brauchen manchmal nicht so lange, um zu verstehen, wer Jesus ist in deinem Leben. Jesus ist nicht mit denen 20 Jahre gelaufen. Emmaus war 2 Stunden entfernt gewesen. Jesus kann in einer kurzen Zeit dir begegnen. Wir finden die beiden in dieser schwersten Stunde. Und was sehen wir? Wir sehen, was er tut. Er geht mit ihnen die Bibel durch. Nicht um zu sagen, hier bin ich, sondern er will, dass sie verstehen, dass Jesus will, dass sie verstehen, wer er ist. Hey, deswegen wollen wir dir helfen, diese Reihe zu machen. Deswegen wollen wir in unseren Homegroups, in allem, was wir tun, immer auf Jesus schauen. Denn wir müssen nicht nur verstehen, dass er ist, sondern wenn wir verstehen, wer er ist, verändert es alles in unserem Leben. Wir lesen weiter. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Denn als sie verstanden hatten, als Jesus die Bibelarbeit durchgegangen ist, ist es von den Augen gefallen, die Schuppen von den Augen. Und plötzlich erkannten sie, wer er ist. Und plötzlich verstanden sie, dass während sie erlebten, wer er ist, hat es was verändert. Ich will dir sagen, wenn du verstehst, wer Jesus ist, verändert es alles in deinem Leben. Und jetzt kommt das Schwierige. Manche von euch haben etwas über Jesus gehört, aber du hast noch nie erlebt, wer er ist. Denn du sitzt heute hier und du bist dein Leben lang in Kirche, aber es hat dein Leben noch nie verändert.
Es hat noch nie das Gefühl gegeben, dass etwas in dir brannte. Wir können in Kirche sein und können trotzdem so blind sein für das, wer Jesus in unserem Leben ist. Aber wenn wir erkennen, wer er ist, erkennen wir, dass wir Kinder Gottes sind, dann erkennen wir, wer wir nicht mehr sind, dass wir nicht länger der Sklaven der Sünde sind, der Sklaven der Vergangenheit, sondern dass wir frei sind und dass wir vor dem Tor gehen dürfen wegen dem, was Jesus getan hat. Come on. Wenn du verstehst, wer Jesus ist, verwandelt es deine Trauer in Freude, verwandelt es deine Verzweiflung in Hoffnung, Angst in Mut, Dunkelheit in Licht. Es verwandelt dich von einem Sünder in ein Kind Gottes. Es gibt dir einen neuen Fokus. Es lässt dich verstehen, wer wir sind. Manche von uns, du bist so getrieben davon, herauszufinden, zu formen, wer du sein möchtest, wer du bist. Du möchtest dich selber finden. Viel Glück dabei. Aber ich werde dir sagen, du wirst herausfinden, wer du bist, wenn du Jesus findest in deinem Leben. Denn er möchte dir zeigen, wer du bist. Diese Jünger sind von ihrer schwersten Krise. Und was tun sie? Sie drehen um. Sie verstehen plötzlich, wer Jesus ist, und sie drehen sofort um nach Jerusalem. Denn wenn du erkennst, wer Jesus ist, verändert es die Richtung deines Lebens. Die Frage ist nicht, ob du deine Hand gehoben hast und ja gesagt hast zu Jesus. Die Frage ist, hat es die Richtung deines Lebens verändert? Hat es dich an einen Ort zurückgebracht, wo du sagst, ich komme in diese Gemeinschaft, ich gehe zurück dahin? Denn die Jünger haben entschieden, egal was Jesus jetzt vorhat, wir sind dabei. Wir werden sein Reich bauen, wir werden dabei sein. Und oft ist es in den schwersten, verletzlichen, zweifelsten und herausforderndsten Momenten deines Lebens, wo Jesus dir begegnen will und die Richtung deines Lebens verändern will. Ich will dir sagen, wir wachsen da, wo es am härtesten ist. Wir wachsen da, wo es am herausforderndsten ist. Und Ludwigs Lust ist on fire. Aber Limbach, wir taufen nachher in Leipzig, okay? Ich brauche euch ein bisschen mehr excited heute hier. Wir sprechen über Jesus. Komm, lasst uns excited über das Wort Gottes sein und nicht nur, wisst ihr warum? Ich will nicht der Vormacher für dich sein. Ich bin nicht hier, um dich zu inspirieren. Lass eine Predigt einen Dialog werden, denn wir glauben, dass das Wort Gottes transformiert. Und deswegen laden wir dich ein, wach zu sein, engaged zu sein, zu klatschen, zu jubeln, eine Bibel zu werfen, weil das was in deinem Herzen öffnet. Weil das hier öffnet ganz wenig in deinem Herzen. Deswegen lass uns nicht mir, sondern Jesus nochmal einen Riesenapplaus geben. Come on, Ludwigs, los auf! Jesus. Hey, du wirst da wachsen. Ludwigs Lust, hier hat gerade jemand einen Block geschmissen. Das ist ja gut. Hey, wir wachsen am meisten in den Momenten, wo es am härtesten ist. Meine Frau, die ist so eine Quarks- und Co-Guckerin. Es ist wie Sendung mit der Maus, nur für Erwachsene. Und immer wenn Marien was auf Quarks und Co. guckt, wo sie weiß, das könnte ich als Predigtillustration nehmen, ist sie unfassbar excited und sagt, Mathis, ich habe was gesehen. Und ich, okay, was hast du, Quarks und Co., dann weißt du schon, es wird gut. Dann sagt du, das kannst du in deiner Predigt benutzen. Okay, was denn? Ich habe was über Hummer gesehen. Und ich so, Hummer. Ich so, klar, Hummer, die werden ausrasten. Das wird die Welt, das wird die Bibel offenbaren. Und dann sagt sie, nein, es geht darum, wie Hummer wachsen. Dann meine ich, natürlich geht es darum, wie Hummer wachsen. Und meine Frau hat es mir dann erklärt, so genau, dass ich nochmal die Quarks und Co. Folge geguckt habe. Hey, was bei Schalentieren so ist, ist, wenn Schalentiere wachsen, die Hülle, der Panzer wächst nicht mit. Manche von euch haben einen Panzer in ihrem Leben, wegen einem Pain, wegen Vorstellung, wegen Religiosität, wegen Gesetzlichkeit. Der Panzer ist so sehr, dass es dir schwerfällt zu klatschen in Kirche, weil du denkst, darf man das hier? Auf Kurs darf man das, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber da ist ein Panzer, da ist ein Mindset, was dich festhält. Und du wirst nicht wachsen. Der Hummer kann nicht wachsen, außer wenn er die Schale ablegt.
Und er muss die Schale ablegen und plötzlich wird er verletzlich. Und manche von euch haben so viel Angst vor Wachstum in deinem Leben, weil du Angst hast, verletzlich. Was werden die anderen denken, wenn ich beim Worship die Hand hebe? Was werden die anderen denken, wenn ich mich taufen lasse? Was werden die anderen denken, wenn ich ein radikaler Jesus-Nachfolger werde? Was werden die anderen denken, was wird in meinem Leben passieren, wenn ich mich transformieren möchte in Großzügigkeit hinein, in Leidenschaft hinein? Denn ich werde dir sagen, diese Jungs haben Jesus erlebt. Denen war jede Limitierung haben sie weggeworfen. Die sind nach Jerusalem gerannt und haben gejubelt dabei, weil sie gesagt haben, in unserer Verletzlichkeit haben wir Jesus begegnet. Ist es möglich, dass Jesus dir begegnen will, wenn du anfängst, diese Schale, diese Mauern der Verletzlichkeit, des Egoismus, deiner Vorstellung, deiner Rechthaberei. Manche von euch sind gefangen in der Schale der Opferrolle. Es ist Zeit, dass du es ablegst und Gott erlaubst, dir zu zeigen, wer er ist, damit du verstehst, wer du bist. Und das wird die Richtung deines Lebens verändern. Amen. Denn wenn wir erkennen, wer Jesus ist, verändert es alles in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob du so bist, aber ich bin so. Hast du dir mal vorgestellt, wie das im Himmel sein wird? Das ist der Moment, wo du denkst, du kennst Gott und du bist richtig solid und dann denkst du an den Himmel und denkst du so, ich bin raus aus der Nummer. Oder? Das ist so schwierig. Aber ich versuche mir vorzustellen, wie ist das, wenn ich Jesus das erste Mal sehe? Und ich habe in meinem Kopf so eine Film-Slow-Motion-Vorstellung, wo ich Jesus sehe und Jesus mich sieht. Und gute Musik läuft, wisst ihr, was ich meine? Und die Sonne scheint, das Gras ist grün und man läuft sich so entgegen und man rennt sich so in die Arme. Das ist das, was ich mir vorstelle. Und ich kann Slow Motion mir richtig gut vorstellen. Aber ich weiß nicht, was du dir vorstellst. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich die Bibel lese, dass so werde ich Jesus nicht begegnen. Die einzige Reaktion, die sein wird, wenn ich Jesus sehe, ist, dass ich auf meinen Knien sein werde, weil ich den verherrlichten König sehen werde. Ich will dir helfen, wer Jesus ist. Und deswegen müssen wir unsere Gedanken darüber, wer Jesus ist, neu sortieren. Denn Jesus wird im Himmel der verherrlichte König sein. Wenn wir uns das Buch der Offenbarung anschauen, das letzte Buch der Bibel, ist ganz hinten. Und wir sehen dort, wie Johannes, den wir eben schon im Johannes-Evangelium gelesen haben, der die Zusammenfassung gemacht hat, wie er eine Offenbarung von Gott bekommt über den Himmel, über das, was passieren wird. Und er soll das aufschreiben und keine Angst ist, wir machen keine Endzeitpredigt. By the way, manche Leute fragen mich, das müssen wir nicht mehr Endzeit predigen, wir sind am Ende der Zeit, sollen wir nicht mehr dieses predigen, nicht mehr jenes predigen. Soll ich euch sagen, uns ist es als Kirche, nicht, dass es uns das egal ist, aber es ist nicht ganz so wichtig, denn sollten wir in den letzten Wochen sein, was ich nicht glaube, dass es so ist, und es gibt andere Leute, da kannst du auf YouTube gucken. Aber sollte es so sein, würden wir genau das hier machen. Wir würden Jesus predigen, damit Menschen Jesus kennenlernen und würden versuchen, Kirche zu bauen, wie wir es bauen. Also, falls du dich wunderst, warum wir mehr auf Jesus fokussiert sind als auf das Ende der Welt, weil Jesus ist unser Anfang der Welt. Amen. Das kannst du twittern. Weiß ich nicht, ob du das twittern kannst. Egal, worauf ich hinaus will, ist, Johannes begegnet Jesus in dieser Offenbarung, in dieser Vision. Und Johannes ist einer der Jünger Jesus. Johannes ist einer der engsten Jünger Jesus. Wir lesen, dass Johannes der Lieblingsjünger von Jesus war. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass Johannes der Einzige ist, der das schreibt. Und während er das schreibt, waren die anderen Jünger schon tot gewesen. Also, aber Johannes kennt Jesus. Johannes hat viel mit ihm getan, mit ihm erlebt. Johannes hat diese Zusammenfassung von Jesus im Johannesevangelium geschrieben. Und Johannes hat Jesus so gekannt, dass er für Jesus wirklich gelitten ist. Wenn Johannes die Offenbarung schreibt, ist er auf der Insel Patmos im Exil. Warum? Weil er mit heißem Öl übergossen worden ist, weil er das Evangelium geteilt hat, weil er Christ ist. Und er ist nicht gestorben. Und damals war das so, wenn du das überlebt hast, hast du das Exil verdient. Dieser Mann ist voller Narben, voller Schmerzen. Ihm wurde kochend heißes Öl, wurde er reingetunkt. Und er steht da und er ist ein Jesus-Nachfolger.
Und er liest, plötzlich lesen wir, was auf Patmos passiert ist und diese Offenbarung, die er hält. Wir schauen uns nur die ersten 8 Verse der Offenbarung oder einer der ersten 8 Verse an. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Sag deinem Nachbarn, es kann die besten Dinge passieren sonntags. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend war wie eine Posaune und die mir befahl, schreib das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schick sie an die 7 Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, ein anderes Philadelphia, und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemanden, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle, seine Augen glichen lodernden Flammen, seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glühte, seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Johannes sieht Jesus, aber Johannes erkennt Jesus nicht, weil er was anderes erwartet. Denn Jesus sieht nicht mehr aus wie der Mensch, den er kannte. Johannes sieht Jesus als den König, der er ist. Und seien wir mal ganz ehrlich, wir lesen, wie verzweifelt er versucht zu beschreiben, was er sieht, oder? Welche Bilder er benutzt. Jesus sieht ihn nicht mehr in der Gestalt, wie er auf Erden war, sondern als verherrlichten König, als den, der auf dem Thron sitzt, als der Heilige und Gerechte, als der König vom Himmel und Erde. Wenn du willst, wer Jesus ist, musst du verstehen, dass er der König aller Könige ist, dass er die Herrlichkeit ist, dass er der Schöpfer und Vollender ist. Wir bauen uns schnell dieses Bild, dass er ein netter Typ ist. Wir denken schnell, die hat die Kinder zu sich gelassen, der hat bestimmt Kids-Church gemacht, so ein Kids-Church-Typ. Wir denken so, er hat Wasser zu Wein gemacht, ein Party-Typ. Wir denken, dass er das Baby in der Krippe ist, dass er der ist, der halt für mich gestorben ist. Und alles ist richtig, aber es ist nicht mal ansatzweise, wer Jesus ist. Es ist nicht mal ansatzweise, denn er ist der Sohn Gottes. Er ist der hohe Priester, er ist der König aller Könige, er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Wort Gottes, das die Erde geschaffen hat. Und er ist das Wort Gottes, was den Tod besiegt hat. Und er ist das Wort Gottes, das deine Sünden beiseite genommen hat. Und er ist das Wort Gottes, was verherrlicht ist. Und zu schnell kannst du Jesus reduzieren auf ein Sonntagserlebnis. Auf einen netten Typen. Es ist Jesus, der mir den Ticket zum Himmel organisiert hat. Aber wusstest du, dass die meistbenutzte Anrede in der Bibel für Jesus Herr ist? Und er wird 775 Mal Herr genannt und das griechische Wort dafür ist Kyrios, was bedeutet Herr, Meister oder Gottheit. Was bei Jesus wirklich stimmt, weil er der Sohn Gottes ist. Aber es bedeutet, es ist der stärkste griechische Ausdruck, um Autorität zu beschreiben. Und meine Frage ist heute an dich, machen wir Jesus wirklich Herr unseres Lebens? Siehst du ihn als König an oder nur als Messias? Nur als Kind in der Krippe, nur als religiöses Konzept in deinem Leben, als eine Hoffnungsfigur, die dein Leben besser macht. Jesus ist mehr als das Kreuz. Und das ist, wo wir alle noch sagen, Amen. Du musst verstehen, Jesus ist auch mehr als die Auferstehung. Jesus ist der König aller Könige. Und deswegen lass mich dich fragen, auch in Ludwigslust, online, ist Jesus dein König? Ist er König deines Lebens? Das in meinem Leben zu verstehen, hat alles verändert.
Und ich bin stolz darauf zu sagen, dass Jesus mein Herr ist. Ich bin stolz darauf zu sagen, dass er mein Erlöser ist. Und ich bin stolz sagen zu können, dass er der König meines Lebens ist. Und ich möchte ihn als Herr in jedem Bereich machen. Denn ich habe verstanden, die höchste Berufung, die ich in meinem Leben habe, ist es nicht, Pastor zu sein. Ist es nicht, Vater zu sein. Ist es nicht, verheiratet sein. Das höchste Calling, was ich habe, ist, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und ich mich deswegen den Nachfolger Jesus nennen darf. Das Beste in meinem Leben ist, dass ich Christ bin. Amen. Und ich will verstehen, ich will dir heute helfen. Jesus-Reihe, wer ist Jesus? Jesus ist der König aller Könige. Aber die Frage heute ist, ist Jesus dein König? Er ist der Messias, der für die Sünden dieser Welt gestorben ist. Aber die Frage ist, ist er für deine Sünden gestorben? Er ist der Herr meines Lebens, dem ich folge. Ist Jesus Herr deines Lebens? Und ich kann verstehen, dass es manchmal erschreckend für uns ist. Herr, König, ich Messias. Und wir wünschen uns eine christliche Demokratie. Aber das Reich Gottes ist keine Demokratie, sondern es ist ein Königreich. Matthias, muss ich alles abgeben? Habe ich Mitspracherecht? Ich möchte dir sagen, wenn ich die Wahl habe, zwischen mein Leben irgendwie alleine zu leben, zwischen ich habe Mitspracherecht und versuche irgendwie den Sinn meines Lebens mir selbst zu erklären, eine Identität versuchen selber zu finden, mich selber durchschlagen zu müssen, mich nur um mich selbst zu drehen, um meine Bedürfnisse selber erfüllen zu müssen, oder dass ich einem König folge, der für mich gestorben ist, dass ich einem König folge, der den Tod besiegt hat, einem König folge, der meinem Leben Grund und Identität gibt, dass ich einem König folge, der mich mit dem Schöpfer der Welt und des Universums versöhnt hat. Dass ich einem König folge, der mich herausfordert, der mehr in mich sieht, der mich beruft und befähigt. Dann will ich dir sagen, meine Entscheidung ist klar und ich beuge meine Knie lieber vor Jesus als vor mir selber. Denn er ist der König aller Könige. Amen. Er ist ein guter, gerechter und mächtiger König. Weißt du, Johannes erkannte Jesus nicht. Wie oft hat Johannes Jesus gesehen? Wie viel? Die waren über 3 Jahre unterwegs gewesen. Wie viele Male? Und dann siehst du, wie Johannes nicht anders kann, als sich auf seine Knie zu werfen. Wie tot, sagt die Bibel, fällt er nach vorn. Und du siehst, wie Jesus auf ihn zugeht. Was wird Johannes gedacht haben in diesem Moment? Zunge aus Schwert, leuchtendes Gesicht, glühende Haare. Und diese Gestalt kommt auf ihn zu und er liegt dort tot, den Atem am Anhalten und fragt sich, was wird passieren? Wo bin ich gelandet? Was geht hier vor? Und plötzlich hört er eine Stimme, die ihn ruft. Und plötzlich legt Gott, Jesus ihm die Hand auf und er weiß, das ist die Hand, die ich schon 1000 Mal gespürt habe. Und die Stimme sagt, Johannes, das ist eine Stimme, die er 1000 Mal gesehen hat. Und wisst ihr, als Johannes weiß, dass es wirklich Jesus ist, als er die Narbe in der Hand von Jesus sieht. Denn der erhobene König, der verherrlichte König, trägt die Narben an seinen Händen und Füßen und an seiner Seite für den Tod, den er für dich und mich gestorben ist. Und plötzlich sieht er die Narben des Kreuzes, diese Narbe, die für alles steht, die Johannes erklären, dass ich habe für dich gelitten. Ich bin für dich gestorben. Diese Narbe, die dir sagen will, dass du frei sein kannst, dass du nicht mehr deine Vergangenheit bist. Diese Narbe, die dir sagt, dass der höchste König aller Könige, die Schöpfung und das Ende, der Alpha und Omega für dich gestorben ist, damit er dir die Hand auf die Schultern legen kann und dich bei seinem Namen rufen kann, weil du ihm wichtig bist. Er hat alles für dich gegeben und würde es wieder tun. Das ist der Grund, warum wir taufen nächste Woche. Das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Das ist der Grund für jeden Gottesdienst. Das ist der Grund für diese Kirche, für alles, was wir machen. Weil Jesus auf diese Welt gekommen ist, um die Narben zu tragen, damit du und ich sie nicht tragen müssen. Und Johannes kniet dort. Und Jesus streckt sich aus. Eine Berührung, die er schon 1000 Mal gespürt hat, die ihm sagt, hey, es ist alles okay. Die sagt, hey, ich liebe dich, statt dich zu verurteilen. Diese Berührung, die Johannes durch Mark und Bein geht. Und ich bete, dass du gerade erkennst, dass Jesus dich berühren will und beim Namen rufen will.
diese Berührung, die Johannes verändert, weil er versteht, es ist Jesus. Es ist mein Freund, es ist mein Erlöser, es ist mein König, es ist mit dem ich 3 Jahre unterwegs war, es ist mit dem, den ich Wunder erlebt habe, es ist der, der mich bestimmt darauf ansprechen wird, warum ich sage, dass ich sein Lieblingsjünger war. Aber Johannes, der versteht, es ist Jesus. Und Johannes versteht etwas, wenn du das verstehen würdest, würde es dein Leben verändern. Johannes versteht, was Jesus aufgegeben hat, um für ihn zu sterben. Was Jesus getan hat, was Jesus geopfert hat. König Jesus, vor dem du nicht stehen wirst, sondern knien wirst. Der, der den Tod, die Sünde und den Teufel besiegt hat. Er streckt sich aus nach Johannes. Und ich will dir sagen, wer ist Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes, der sich nach dir ausstreckt. Du bist ihm wichtig. Er ist für dich gestorben. Wenn wir verstehen, wer Jesus ist, was er für uns getan hat, dann lässt es uns wirklich erst verstehen, wer wir wirklich sein können. Denn er ist die Brücke zum wahren Leben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er will deine Auferstehung sein. Er will dein Leben sein. Er will nicht eine Auferstehung und Lebensslogan sein. Jesus will etwas in dir lebendig machen. Die Bibel sagt, wenn wir vom Geist Gottes erfüllt sind, dass wir aufsteigen werden wie Adler, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Die Bibel sagt, dass dich nur noch Jubel begleiten wird, weil du den Namen Jesus preisen wirst. Denn Jesus will etwas in dir lebendig machen. Er will die Ketten deiner Depression, deiner Zweifel sprengen. Er will dein Leben sein. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Licht dieser Welt. Er ist der Herr aller Herren. Er ist das Alpha, Omega. Er ist der Löwe von Juda. Er ist dein und mein König. Der verherrlichte König, der Sohn Gottes, unser Erlöser, Jesus Christus. Und ich möchte dich heute herausfordern und ermutigen, auch in Ludwigslust, auch in online, Jesus neu und tief kennenzulernen. Vielleicht ist es Zeit, auf deine Knie zu gehen und Jesus zu erlauben, dich an der Schulter zu fassen. Denn manche von euch, ihr seid auf der Flucht vor Jesus. Dass du dich einlässt, dass da mehr ist, dass da mehr sein könnte, als dein Leben jetzt ist. Dass da noch Segen für deine Ehe ist. Dass da noch Berufung für dein Leben ist. Dass da mehr ist, für das Jesus gestorben ist. Mehr als du dir vorstellen kannst. Mehr als du dir bis jetzt gelernt hast. Mehr als dir dein Pastor erzählen könnte und den Typ in der Kneipe erzählen könnte. Mehr als du dir vorstellen könnt. Da ist mehr in Jesus als du. Und deswegen sind wir so excited. Deswegen sind wir so laut. Deswegen predigen, wie wir predigen. Weil wir wissen, dass da mehr ist. Und wir brennen für ihn. Er ist der König von uns. Deswegen lass Jesus nicht einen Sonntagsgig werden in deinem Leben. Lass ihn nicht einen kleinen Teil deines Lebens sein. Fang an, ihm König deines Lebens werden zu lassen. Und soll ich euch was sagen? Es ist keine Demokratie. Und manchmal ist es schwierig, denn wir müssen beginnen, dem König treu zu sein in den Bereichen unseres Lebens, wo wir es nicht oder noch nicht verstehen. Gott, soll ich wirklich so leben? Ja. König hat gesprochen. Aber ich werde dir sagen, du wirst, umso mehr du Jesus kennenlernst, wirst du kennenlernen, wer du bist. Und deswegen möchte ich dich einladen, Teil dieser Kirche zu werden, wenn du es nicht bist. Um ein Zuhause zu haben, in dem wir gemeinsam herausfinden können, wer Jesus ist. Dass wir uns gemeinsam nachfolgen können, wer er ist. Und ich möchte dich heute einladen, dein Leben ihm hinzugeben. Und seine Gnade und Vergebung anzunehmen. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen am Ende dieses Gottesdienstes. Diese Emmaus-Jünger vom Anfang sind auf dem Weg nach Emmaus, weil sie weglaufen, weil ihr Leben kein. Sie glauben, dass es Sinn macht, dass sie gehen müssen. Aber plötzlich begegnen sie Jesus und es verändert ihr Leben radikal. Ich möchte dir heute sagen: Jesus ist heute hier und er möchte dir begegnen. Er möchte in dein Leben sprechen. Und ich möchte dich einladen, ihn zu erkennen in dem, was du tust. Du bist vielleicht heute hier online Ludwigslust und du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben. Noch nie Ja gesagt zu ihm. Auch vielleicht hast du Ja gesagt zu ihm, aber Jesus ist weit weg davon, der König deines Lebens zu sein. Oder du bist dir nicht sicher. Manche von euch, ihr seid euch nicht sicher. Komme ich in den Himmel? Werde ich Jesus so sehen?
dann möchte ich dich sagen, dann möchte ich dich einladen. Hey, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, wenn du mir folgst, wenn du mich annimmst, wirst du ewiges Leben haben. Darfst du die Gewissheit haben, dass du eines Tages auf deinen Knien vor Jesus gesehen wirst, dass du die Berührung auf deinen Schultern spüren wirst, deinen Namen von ihm hören wirst. Er sagt, es ist schön, dass du da bist. Und deswegen möchte ich dir heute die Einladung geben, Ja zu sagen zu Jesus. Und was ich tun werde, ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu schließen, auch in Ludwigslust. Und ich will dich einladen, Ja zu sagen zu Jesus. Und manche von euch, du bist jeden Sonntag hier, aber du, lass es nicht an dir vorbeigehen. Wenn die Sache mit dir für Jesus klar ist, bet für die Menschen um dich herum. Bet für die Menschen jetzt, die in diesem Raum sind, die zuschauen, die eine Berührung von Jesus brauchen, um zu erkennen, wie geliebt sie sind, wie angenommen sie sind. Bete dafür, dass Religiosität, Zweifel, Stolz, Ego jetzt weggehen muss und dass Jesus hineinkommt. Ich will dich einladen, gleich Ja zu sagen zu Jesus, wenn du das bist. Ja zu sagen, zurückzukommen zu ihm, das heute sicher zu machen, dass du ewiges Leben hast. Und dann werde ich dich fragen, deine Augen zu schließen. Und dann werde ich dich fragen, während ich bis drei zähle, in deinem Herzen Ja zu sagen zu Jesus. Denn in Römer 10 schreibt Paulus zu uns, dass wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, werden wir ewiges Leben haben. Und deswegen werde ich bis drei zählen, um dich einzuladen, deinem Herzen Ja zu sagen. Und wenn ich bei drei angekommen bin, möchte ich dich einen mutigen Schritt fragen. Ich würde dich fragen, deine Hand zu heben, damit aus deiner Entscheidung eine Aktion wird, ohne dass jemand schaut. Ich werde schauen. Ich komme nicht, um dir einen High Five zu geben, sondern einfach nur zu sagen, I see your hand. Ich sehe deine Entscheidung. Ich möchte einladen, deine Augen zu schließen jetzt, auch in Ludwigslust, deine Augen zu schließen, Online-Church. Du kannst uns gleich in dem Chat schreiben, ob du heute Ja sagst zu Jesus. Die Einladung gilt genauso für dich. Hey, wenn du heute Ja sagst zu Jesus, ihn König deines Lebens machst, zum ersten Mal oder du wieder ihn König deines Lebens machst, wenn du heute sicher gehen willst, dass er der Sohn Gottes ist für dich, dass er für dich gestorben ist und du einen Platz im Himmel hast, möchte ich einladen, jetzt gleich in deinem Herzen zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. In deinem Herzen zu sagen, ja, Jesus, ich brauche deine Vergebung. In deinem Herzen zu sagen, Jesus, ich nehme an und mach dich König meines Lebens. Jetzt während ich bis drei zähle, einfach Ja zu Jesus zu sagen. Vielleicht bist du so ehrlich wie ich vor 15 Jahren und betest einfach nur, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben. Allen Augen geschlossen. Wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus, wenn du das gerade bist, der das festmacht, hier in Ludwigslust und auch Online-Kirche, eins, ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, wir sind mega stolz auf dich. Aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab dieser Entscheidung im Buch des ewigen Lebens stehst, dass du versöhnt bist mit Gott, dem Vater, dass du ewiges Leben haben wirst. Wenn du heute Ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus, ihn König deines Lebens machst. Eins, zwei, drei, heb jetzt deine Hand so hoch, dass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände, die hier oben hochgehen, die Hände, die hinten hochgehen. Wow, so viele Hände, die Hände, die hier hochgehen. Ich sehe deine Hand. Ich sehe deine Hand. Yes, Jesus. Ist noch nicht zu spät. Ich sehe die Hand, die jetzt noch unten hochgeht. Ludwigslust, wir sehen die Hände, die bei euch hochgehen. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Und lasst uns mit den ungefähr 14 Menschen alleine hier im Saal jetzt feiern. Come on, lasst uns Gott einen riesen Applaus geben. Willkommen daheim. Und das meine ich nicht in dieser Kirche, sondern willkommen in der Familie Gottes. Wenn du gerade deine Hand gehoben hast, vielleicht fühlst du es noch nicht, die Emmaus-Jungen, er wusste noch nicht, was in Jerusalem passiert. Aber ich will dir sagen, das beste Abenteuer deines Lebens steht vor dir. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden für dich. Und er will nicht nur König deines Lebens sein, er will Herr deines Lebens sein, er will Teil deines Lebens sein. Und wir wollen dir helfen, herauszufinden, wie viel Leben in Jesus ist. Amen. Wir dürfen mit unserem Herzen glauben und wir dürfen mit unserem Mund bekennen. Deswegen will ich ein Gebet mit dir sprechen, wenn du gerade Ja gesagt hast für Jesus, auch online und Ludwigslust. Und dieses Gebet ist nicht magisch, sondern es ist das Bekennen, dass du Ja sagst zu Jesus. Und ich weiß, was du denkst. Du denkst jetzt, ich muss jetzt mit dem beten. Keine Angst, in dieser Kirche betet niemand alleine. Amen.
sondern wir sind stolz darauf, dass wir Woche für Woche dieses Gebet laut beten mit denen, die zum ersten Mal Ja gesagt haben zu Jesus, mit denen, die zurückkommen zu Jesus, mit denen, für die dieses Gebet heute das wichtigste Gebet ihres Lebens sein wird, wo sie bekennen, ich war tot, aber jetzt bin ich lebendig, wo sie bekennen, ich war voller Sünde, aber jetzt bin ich befreit, wo sie bekennen, ich war allein, aber jetzt bin ich Teil der Familie Gottes, Amen. Also Church, lasst uns gemeinsam laut beten. Ich bete vor, wir beten alle gemeinsam mit. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Er ist der König meines Lebens. Und mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen.